Willkommen zurück bei Subnautica Below Zero. Oh, hier geht's noch weiter. Aua. Ah, das war nicht so schlau. Ja, okay, hier ist vielleicht doch ein bisschen sicherer durchzulaufen. Was ist da? So. Ah, wir sind jetzt in einer anderen Höhle. Aber schauen, dass ich hier schleunigst rauskomme. Weather approaching. Na, super. Seek shelter. Oh, vielleicht waren das hier die Pinguine. Schaut aber ein bisschen komisch aus. Wo ist der Laserschneider? Da ist der Laserschneider. Warning. Ach Gott! Oxygen efficiency decreased. Stimmt, ich habe ja jetzt gar nicht das Kreistauchdingensgerät. Das wäre vielleicht schlau gewesen. Aber ich war jetzt auch nicht darauf eingerichtet, auf Tauchgang zu gehen. Muss ich dazu ehrlich sagen. Komm schon. Das ist mir jetzt hier ein bisschen zu gefährlich. Hä? Spinne ich ja gleich. Ja, müssen wir mal mit der richtigen Tauchausrüstung hier runter. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Warning. 30 ja. Seconds of oxygen remaining. Oh.
brauche mehr Fackeln. Gerade fast gestorben, Mann. Ich habe mich im Randgebiet ausgerührt, einen Spezialtee getrunken und versucht, den Sonnenuntergang zu beobachten. Soweit so gut. Ich weiß, technisch gesehen ist es gegen die Fortschrift. Vorschrift, nicht Fortschrift. Wenn ich einen offiziellen Altar verantwortlichen begleite, Konzentration ist. Die Fackeln. Ich habe den Scheinwerfer meines Schneefuchs kaputt gemacht. Sorry. Und schnallte eine Fackel für das. Ich weiß natürlich nicht, war total entspannt, aber dann ist sie ausgefallen. 5 Minuten später habe ich das Knurren eines Schneepisches gehört. Panik habe ich mein leckeres Getränk verschüttet. Wie auch immer, ich bin auf den Schneefuchs gesprungen, aber konnte nichts sehen. Die Sonne war untergegangen. Klar, ich konnte mich. Und wusch. Vorher waren überall Schneepirsche, aber dann ist was Überraschendes passiert. Sie haben jetzt Angst vor mir. Dann habe ich mich aus dem Staub gemacht. Ich glaube, es lag an den Fackeln. Ich soll auf jeden Fall einige Ressourcen dafür einsetzen, mir herzustellen. Ja, Altera wird garantiert deinen Tee bezahlen. Inventar ist voll. Problem ist, alles, was wir gerade dabei haben, ist schon wichtig. Was ist das denn? Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr erschrocken, als ich sollte. Sind überall Schneepirsche. Ha! Was war das? Dangerous weather approaching. Och. Seek shelter. Dachte gerade, dass er sich bewegt. Alter. Ha. Huh. Problem ist, wenn ich da jetzt irgendwas einsammeln, ich kann es ja sowieso nicht mitnehmen. Going undercover. Na, außer jede Menge Quarz ist da nichts. Ist ja blöd. Ja, klar. Es hilft ja nichts, ich muss sie vertreiben. Dangerous weather approaching. Seek shelter.
Nein, ich wollte jetzt keinen Schnee einpacken. Ich damit. Stealth Mode activated. Ja. Wichtig wäre halt, dass ich so langsam mal wieder nach Hause komme. Ich weiß, wo ich bin. Ja, genau hier. Ach, das ist ja cool. Könnte ich mal schauen, ob ich den Schneefuchs irgendwie aufrüsten kann mit diesem Sprungmodul und dann... Könnte man mal schauen, was man da alles so erforschen kann. Ich wollte jetzt eigentlich den Schneefuchs erweitern. Welcome aboard, Captain. Oh, sehr cool. So, Kabelsatz und... ja, sehr cool. Dann bauen wir uns doch das einfach mal. Und ansonsten die ganzen Sachen kann ich ja hier mal einlagern. Achso, ja klar, habe ich ja gerade nicht ausgerüstet. Schränke. Also Spinde. So. Das ist lieb, danke.
viel Zeug dabei. Und das wird jetzt noch mehr. Einmal das und wo ist mein... Ah, hier. Ah! Wie Schneefuchs einpacken? Ah. Na! Jetzt bist du blöd. Hä, das Ding ist fast kaputt. Habe ich mein Reparaturwerkzeug dabei? Ja, habe ich. Aua! Da werde ich so nie rüberkommen. Aber hier müsste ich ja schon alles mitgenommen haben. Bis auf die überlebenswichtigen Sachen halt. Ach, da wäre auch Silber gewesen. Okay.
Ja, da müssen wir mehr in die Richtung da. Können wir jetzt hier raufspringen? Ja, doch, das geht ganz gut. Was? Das war interessant. Okay. Ja, was ist das für heute? Sag ich vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hier bei Subnautica Below Zero. Ciao.